So, hallo zusammen. Willkommen zum dritten Teil bezüglich den Studien der Silo-Sätze. Wir haben im zweiten Teil, im Teil davor, haben wir die ersten drei Aufgaben gelöst. Und da haben wir gesehen, dass man so ein Grundgerüst hat, irgendwie so eine Art Kochrezept, was man einfach mal macht und dann schaut, was passiert. Mit den ersten drei Aufgaben konnten wir die Behauptung ziemlich schnell zeigen. Da ging das relativ schnell. Aber das Leben ist nicht immer einfach. Es gibt auch Sachen, die schwer sind, da muss man ein bisschen mehr machen. Und die Aufgabe 4 ist so eine Aufgabe. Die Aufgabe 5, das machen wir beim nächsten Teil, ist auch so eine. Okay, also schauen wir uns mal die Aufgabe 4. So, jede Gruppe G der Ordnung 30 hat einen Silo'schen Normalteiler. Okay, wir wissen ja bereits, wenn die Anzahl der P-Silo-Untergruppe 1 ist, dann ist das auch ein Normalteiler. Das heißt, wir machen es eigentlich wie davor, wir versuchen zu zeigen, dass die Anzahl 1 ist. Okay? Gut, also wir gehen einfach so wie immer vor. Wir machen die Primfaktorzerlegung der Ordnung, also die Ordnung von G ist 30 und das ist 2 mal 3 mal 5. Okay. Gut. Ja, also 2 mal 3 mal 5. Dann nach den Silo-Sätzen gilt das, was wir davor auch hatten. Wir nennen die Anzahl der P-Silo-Gruppen von G SP und P ist in dem Fall 2, 3, 4. Okay, schauen wir uns mal S2 an. Also S2 ist ja ein Teiler von dem Rest. Das heißt 1, 3, 5, 15 und S2 ist kongruent 1 modulo 2. Kongruent 1 modulo 2 heißt 1, 3, 5, 7 und so weiter. Und die Schnittmenge von dem ganzen Ding ist einfach 1, 2, 3, 5 und 15. Okay? Das heißt, die zwei Silo-Untergruppen, es kann eine sein, es kann 3 sein, es kann 5 sein, es kann aber auch 15 sein. Okay. So, jetzt machen wir dasselbe mit 3 und 5. Also S3 ist ein Teiler vom Rest, also wir lassen 3 mal weg. Das heißt, 1, 2, 5 oder 10 kann das sein. Und es ist kongruent 1 modulo 3, also 1, 4, 7, 10 und so weiter. Die Schnittmenge, das ist dann auch noch 1 und die 10. Das heißt, die drei Silo-Untergruppen, es kann sein, dass wir eine haben, es kann auch sein, dass wir 10 haben. Okay, so dasselbe machen wir mit 5. Also 5 ist ein Teil vom Rest, also 1, 2, 3 und 6 kann es sein. Und es ist kongruent 1 modulo 5, das heißt 1, 6, 11 und so weiter. Gut, die Schnittmenge ist dann 1 und 6. Also, es kann sein, dass ich, also diese Möglichkeiten, das geben mir jetzt die Silo-Sätze. Naja, die Silo-Sätze geben mir aber noch mehr und das kommt jetzt. Also, was wir machen ist, wir müssen jetzt zeigen, dass 1 von denen 1 ist. Weil wenn wir das haben, dann ist das ein Normalteil und dann ist die Aufgabe gezeigt. Okay, so. Naja, S2 hat die Möglichkeit 1, 3, 5 und 15. Das kann vielleicht ein bisschen kompliziert sein, deshalb legen wir unseren Fokus mal auf die beiden. Und nehmen mal an, S3 ist 10 oder S5 ist 6 und bringen das zu einem Widerspruch. Naja, wenn es das ist nicht, dann muss es halt 1 sein. 1 von den beiden. Und dann ist die Aufgabe gezeigt. Okay? So. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Eigenschaft. Eine sehr wichtige Erkenntnis aus der Welt der Gruppentheorie. Und zwar, diese 5, also diese 3 und die 5 Silo-Untergruppen, deren Ordnung ist ja 3 und 5. Die Ordnung war ja das Maximum hier, aber das ist ja 1, 1. Also diese 3 Silo-Untergruppen haben 3 Elemente, je, wir nehmen ja an, es gibt 10. Oder S5 hat, wir nehmen an, S5 hat 6 Stück. Und die haben je 5 Elemente. Das sind Primzahlen. Und jede Gruppe mit Ordnung einer Primzahl ist eine zyklische Gruppe. Das wissen wir aus der Welt der, aus der wunderschönen Welt der Gruppentheorie. Okay? Also, die sind, die alle 3 und 5 Silo-Untergruppen, alle sind zyklische Gruppen. Da 3 und 5 Prim sind. Und die sind noch alle konjugiert. Das ist Silo-Satz 2. Die sind alle konjugiert. Das bedeutet, die haben nur das neutrale Element gemeinsam. Okay? Zum Beispiel diese 10
drei Silo-Untergruppen. Es gibt 10 Stück. Also wir nehmen an, es gibt 10 Stück. Die haben, alle 10 haben nur das neutrale Element gemeinsam, ansonsten sind alle anders. Und es sind zyklische Gruppen. Okay, es sind zyklisch. Das bedeutet, die Elemente haben alle Ordnung 3. Und bei denen alle Ordnung 5. Okay. Wunderbar. Das bedeutet, wir picken jetzt immer mal das neutrale Element von diesen Untergruppen raus. Dann habe ich ja, ich habe hier 10 Stück, also 10 mal 2. Das neutrale Element picke ich raus. Macht 20 Elemente der Ordnung 3. Und hier habe ich ja 6 Stück. Und das neutrale Element picke ich wieder raus. Dann habe ich 4, 6 mal 4 ist 24. Also habe ich 24 Elemente der Ordnung 5. Okay? Wir haben 20 Elemente der Ordnung 3 und 24 Elemente der Ordnung 5. So, mit dem neutralen Element zusammen, also hier habe ich 44, machen das 45 Elemente, die ich mindestens haben muss. Das heißt, die Gruppenordnung von G muss mindestens 45 sein. Das ist aber ein Widerspruch, denn die Gruppenordnung von G ist 30. Das bedeutet, S3 ist 1 oder S5 ist 1, also die Anzahl. Und somit ist entweder, also, und somit ist die 3-Silo-Gruppe ein normaler Teiler oder die 5-Silo-Untergruppe von G ist ein normaler Teiler. Und somit ist die Aufgabe fertig. Okay? Gut, sehr schön. Also, wir haben jetzt gesehen, das waren, also eigentlich ist es dasselbe wie davor bei den ersten drei Aufgaben. Man schreibt die Anzahl erstmal, man macht das alles, was man so kennt und dann, Moment. Dann sagt man jetzt, Moment, okay, was können wir jetzt machen? Okay, wunderbar. Dann schauen wir uns einfach mal an, was können wir überhaupt machen. Genau, und dann geht man da so vor. Okay, gut. Also, ich hoffe, es ist klar geworden und ich hoffe, dass es euch im Leben weiterbringt. Die nächste Aufgabe, die Aufgabe 5, da muss man auch ein bisschen mehr machen. Okay, gut, dann setze ich auch einen Punkt und vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.